Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hype the Time Quest. Beim letzten Mal sind wir hier im Dorf der Räuber angekommen, das hier hoch in den Bäumen ist, was ziemlich cool ist, wie ich finde. Und wir haben jetzt die Aufgabe, in den Park der Tapferen einzudringen und da die Schätze zu stehlen oder einfach den Räubern einen Weg zu öffnen. Wir wollen eigentlich nur das Juwel der Menschen und das soll laut Gustus in diesem Park der Tapferen sein. Deswegen begeben wir uns jetzt hin. Ich habe nur eben in die Ecke geguckt, ob da nicht noch irgendwas ist. Aber anscheinend nicht. Moment, ich gucke nochmal eben um die Ecken. Ich glaube, das habe ich beim letzten Mal schon gemacht. Aber sicher ist sicher. Auf den Ästen ist nichts, ne? Nö. Na gut. Und Fässer. Kommt her. Geht kaputt. Du auch. Nix drin. Schade. Na gut. Wollen wir mal mit den Räubern hier reden, denn Charon meinte ja, dass die was für uns haben. Was hast du denn Schönes? Oh, du musst schon wer sein, um Charon so schnell zu beeindrucken. Die hat ein Auge auf dich geworfen, wie man zu sagen pflegt. Das kann man wohl sagen. Ich vertraue Charon. Wir werden deine Verbündeten sein, Hype. Hier ist deine Armbrust. Ich habe dir mit meinen eigenen Händen neue Pfeile geschnitzt. Ich bin der Fälscher hier im Dorf. Ich habe dir einen falschen Passierschein von der Festung fertig gemacht. Damit wirst du in den Park der Tapferen hineinkommen. So wahr ich hier stehe, ich schwöre es. Na los, viel Erfolg, sei mutig wie ein Räuber. Naja, ich glaube, ich bin lieber mutig wie ein Ritter, ne? Du hast jetzt einen Passierschein, um in den Park der Tapferen zu kommen. So, und was für Bolzen hast du mir gegeben? Hatten wir vorher genauso viele Armbrustbolzen der neuen Bauart oder hat er uns einfach nur welche von den alten gegeben? Na egal, hast du noch was zu... Wo ist der andere Typ hin? Der war doch gerade noch... Ach, der ist da drüben. Hast du sonst noch was zu sagen? Du hast jetzt alles, was du brauchst. Geh los. Ja, kein Stress. Hast du noch was zu sagen? Wir dürfen keine Zeit verlieren. Mit deinem falschen Passierschein wirst du in den Park der Tapferen so einfach hineinkommen wie in einen Kindergarten. Es gab schon Kindergärten zu dieser Zeit? Wow. Also es ist echt ein fortschrittliches Zeitalter hier. Also, beziehungsweise ein fortschrittliches Land. Nicht schlecht, nicht schlecht. Na gut, dann wollen wir noch ein paar Fässer umbringen. Und uns dann... Ah, okay. Auf den Weg zum Park der Tapferen machen. Und mal schauen... Was uns darin erwartet und wie der dreiköpfige Drache aussieht, vor dem wir gewarnt wurden von, keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, wer uns vor dem dreiköpfigen Drachen gewarnt hat. Das ist schon jetzt eine Woche her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Aber egal, wir wurden auf jeden Fall gewarnt. Und wir werden das schon hinkriegen. So, da geht's lang. Jetzt muss ich natürlich hier erstmal wieder durch den Wald hindurchlaufen, aber... Ich werde einfach mal die ganzen Gegner links liegen lassen. Also zum Beispiel die Geister, die hier rumlaufen. Beziehungsweise rumfliegen. Die können ruhig da rumgeistern. Stört mich jetzt nicht weiter. Und vor allem die Fledermäuse. Die Fledermäuse, die um diesen Baum herumschwirren. Nee, die werde ich nicht noch einmal besiegen. Auf keinen Fall. Ja. Ach, speichern brauche ich noch nicht. Das machen wir dann im Park der Tapferen. Da ist ja direkt am Anfang ein Speicherpult, soweit ich mich erinnere. Wir waren dann ja mal kurz drin und noch mehr Fässer. Oh, das ist aber schön, dass die respawnen. Hallo. Ein roter Trank nehmen wir gerne mit. Der, MK Indiana Jones? Irgendwie sowas. Ich weiß deinen Namen jetzt nicht genau. Jedenfalls irgendwas mit Indiana Jones. Oder einem J drin? Ich habe keine Ahnung. Ich schreibe es in der Annotation noch mal dazu. Hat mir den Hinweis gegeben, dass ich ja jetzt auch schon einen violetten Trank haben könnte. Und zwar, wenn ich, als ich Granzlack besiegt habe, ist er ja klein geworden und dann unter seinem Helm so. Immer weiter, bis er in das Mauseloch rein ist oder in die kleine Tür. Und hätte ich da einen Zauber auf ihn gewirkt, hätte ich wohl einen violetten Trank bekommen. Tja, aber leider wusste ich nicht, dass es dieses Geheimnis gibt. Und ich war auch nicht in der Lage, das mal auszuprobieren. Also, ich war mit anderen Dingen beschäftigt, zum Beispiel mit euch zu reden, so. Beziehungsweise mit meinem Mikrofon. Deswegen habe ich das verpasst, aber violette Tränke werden wir später auch noch bekommen und dann werdet ihr auch erfahren, was diese machen. Also, ihr könnt es euch vielleicht schon denken, aber, tja, vielleicht auch nicht. Wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal in den Park der Tapferen hinein.
und schauen mal, was uns hier erwartet. Ich denke mal, wir werden jetzt erstmal kämpfen müssen. Aber wir sind ja Hype, wir können das. Erstmal speichern. Das ist, glaube ich, die beste Möglichkeit. Hätte ich vielleicht mein Schild nochmal reparieren müssen. Meine Rüstung, hä? Wenn ich mir das so anschaue. Aber, egal, ich mache den Park jetzt einfach. Macht kehrt, Ritter! Du kommst nicht in den Park der Tapferen ohne Passierschein. Verdammt, ich muss den erst ausrüsten. Nee, da unten ist er bestimmt. Genau, Passierschein der Burgwache. Hier, bitteschön. Oh la la, ein Passierschein. Schade, dass der Gladiator heute in der Arena Dienst hat. Ich wäre zu gern gegen dich angetreten. Los, hinein mit dir. Och, du wirst deine Chance bestimmt irgendwann nochmal bekommen. Später, Ritter. Vielleicht. Na, auf jeden Fall. Lachte nur, ich werde es dir schon zeigen. Nachdem ich diesen Fass gezeigt habe. Toll, blaue Bolzen, mit denen kann ich auch so viel anfangen. Na gut, dann schauen wir mal. Eine Zielscheibe. Ja, das ist ja vertrauenerweckend. Wir unseren neuen Kandidaten. Ritter, ein Sieg über unseren gefürchteten Gladiator würde dir gestatten, in die Schatzkammer zu gehen. Und dann, wenn du tapfer, klug und geschickt genug bist, liegt der Rest bei dir. Bist du bereit? Meine Damen und Herren, der lang erwartete Augenblick ist gekommen. Unser Teilnehmer ist bereit. Man lasse den Gladiator eintreten. Der kommt, zeigt mal, was ihr drauf habt hier. Im Park der Tapferen. Oh. Der sieht ja tatsächlich aus wie ein Gladiator zur römischen Zeit. Das ist cool. Und hat anscheinend auch so ein Kettengeschoss. Wie Granzlack. Jemand hat mir geschrieben, dass es wohl ein Kettengeschoss ist, was Granzlack hat. Aber da habe ich jetzt leider den Namen vergessen. Es tut mir leid. Aber ich kriege mittlerweile so viele Kommentare, dass ich mir nicht... Was war das denn? Okay, fangen wir das Ganze nochmal von vorne an. Wow, hallo? Komm her. Wenn er so postet, kann ich ihn bestimmt angreifen. Ach, verdammt, er hat eine Unverwundbarkeitsphase. Da hätte ich ja jetzt gar nicht einen Zauber wirken müssen. Aua. Hörst du wohl auf, mir weh zu tun? Komm, nimm das. Haha, wow, das macht aber viel Schaden. Sehr gut, das merken wir uns nochmal. Wow, okay, mit den Zaubern war das echt einfach. Ich kann mich noch erinnern, dass ich das früher wirklich mit dem Schwert gemacht habe, was Ewigkeiten gedauert hat. Bravo! Bravo! Das war fantastisch! Ja, total. Meine Damen und Herren, diesmal hatten wir einen großartigen Kämpfer. Gebt ihm den Applaus, den er verdient. Jetzt hast du die Wahl. Du kannst verschwinden oder dein Glück in der Schatzkammer versuchen. Los! Der hintere Korridor ist sehr lang. So hast du genügend Zeit zu überlegen, was du machen willst. Tja, was werden wir wohl machen? Natürlich gucken wir uns die Schatzkammer an. Ich meine, das kann ich mir doch nicht entgehen lassen. Ich hoffe mal, das war jetzt die Richtung, wo er steht. Boah, das war da knapp. Überlege, Ritter. Der Ausgang oder die Schatzkammer? Du hast die Wahl. Ja, ich weiß von euren dreiköpfigen Ungetüben. Den werde ich schon zeigen. Dumm, dumm. Renne ich gerade zum Ausgang zurück? Ich renne gerade zum Ausgang. Hey, da ist noch ein Fass. Komm, geh kaputt. Dankeschön. Speichern werde ich jetzt mal nicht. Denn der war ziemlich einfach zu besiegen, wenn man die Zauber benutzt. Und ich denke mal, das werde ich auch ohne Probleme nochmal hinkriegen. Von daher lassen wir das mal so heilen. Das ist eine gute Möglichkeit. So. Jetzt bin ich wieder voll ausgerüstet und ich hoffe, ich schaffe das jetzt hier rüber zu kommen, ohne runterzufallen. Mal ohne Gegner. Hopp. Und nochmal. Und ist eine interessante Arena hier. Vor allem, was das für Arbeit gewesen sein muss, hier runter zu graben, ne? Aber ist auf jeden Fall sehr cool. Und ich bin mal sehr gespannt, was die Schatzkammer so bereithält. Mal schauen. Erstmal eine große Safe-Tür. Genau, halt. Geh da rein. Und dann zeigen wir denen mal, aus was für Holz wir geschnitzt sind. Ich hätte vielleicht vorher nochmal mit Seneca reden sollen und ihm sagen sollen, hey hier, voll geil, ich habe den Gladiator besiegt. Ich bin der Mann.
Und, habt ihr gesehen? Da unten ist noch ein Zauber. Sehr schön. Und da unten erwartet Wasser auf uns. Das ist nicht so schön, aber das schaffen wir. Oh, Hype. Nicht zu weit springen, bitte. Wo ist die Armbrust? Das ist, ja, ich benutze jetzt einfach die roten Bolzen. Ich bin zu faul, das zu wechseln. Ich habe genug davon. Hopp, ein roter Trank ist sehr schön. Nehme ich doch gerne. Was ist denn das für eine Platte? Ach, das ist eine Rüstungsreparierplatte. Ja, gut, dass ich nicht zum Schmied gegangen bin. Hopp. Ich frag mich zwar, warum die mitten in der Luft schwebt, aber vielleicht war die ja ursprünglich auf dem Pfeiler da. Aber irgendwie, weil ich Glide statt Direct 3D irgendwas benutze, auf jeden Fall den Glide-Modus, weil anders läuft das Spiel nicht, ist es vielleicht hier rüber gebackt. Genau wie der Sohn des Schuhmachers, der in der Luft geschwebt hat nach dem Rennen. Aber mal schauen. Ich hole mir jetzt jedenfalls erstmal den Zauber und dann schauen wir mal, was uns noch erwartet. Das sieht aus wie Focus Magicum Heiligenschein. Habe ich recht? Es ist auf jeden Fall Heiligenschein und es sieht aus wie die Feuermagie, von daher. Du bist jetzt Meister der Magie. Focus Magicum Heiligenschein. Jawohl, habe ich recht gehabt. Dann schauen wir uns das doch mal an. Wie sieht das aus? Dumm, dumm, dumm. Einmal. Ach, wobei, das zeige ich gleich beim Gegner, oder? Das ist doch viel schöner. Wenn ich hier nochmal runtergesprungen bin. Ja. Wenigstens nehme ich keinen Rüstungsschaden, ja. Wirklich viel Lebensenergie verliere ich. Verliere ich überhaupt Lebensenergie? Ich glaube nicht, ne? Ist halt nur nervig, wenn man das Ganze nochmal machen muss. Aber nun gut. Schauen wir mal, was uns erwartet. Ein Speicherstand. Sehr gut. Den werde ich direkt mal nutzen. Und dann gucken wir mal, was uns erwartet. Ich habe schon ein Gitter gesehen. Und, haha, jede Menge Gold. Und was ist das? Aber wir schauen erstmal nach oben. Da ist nämlich ein Armband eingraviert oder eingemeißelt oder wie auch immer eingebaut. Und wir haben ja von Charon gelernt, dass wir das mit Pfeilen treffen sollen, damit das Tor aufgeht. Und ihr hört es, die Bosskampfmusik beginnt. Wir werden es dem dreiköpfigen Drachen zeigen. Oh ja. Komm her, ihr habt ihn schon gesehen. Es ist ein Gelddrache aus Geld. Klar, ein Gelddrache aus Geld. Super. Ich hab wieder logisch Sätze drauf. Ein Schatzdrache. Ich finde, das ist ein sehr cooler Gegner. Ich vermute, ich kann ihn nur an den Köpfen treffen. Jawohl, das ist schon mal sehr gut. Und ich weiß nicht... Ups, falscher Knopf. Ich weiß nicht, inwiefern er gegen Magie immun ist. Aber wir machen auf jeden Fall mal den Focus Magicum Heiligenschein. Oh, das hat sehr gut getroffen. Das benutzen wir gleich nochmal. Also, jemand hat mir auch geschrieben... Genau, der Krindig war das, glaube ich. Oder Krindig, oder ich weiß nicht, wie man dich ausspricht. Er meinte, dass es ja ziemlich gemein wäre, uns als Magier gegen so Drachen zu schicken, die meistens immer in Fantasy-Spielen immun gegen Magie sind, aber hier ist das nicht der Fall. Hier sieht das ja ganz gut aus und läuft ganz ordentlich. Ich muss ihn nicht mal am Kopf treffen, das ist schön. Bringt das vielleicht mehr, wenn ich Eismagie benutze oder Elektromagie? Das kann natürlich sein, dass die individuelle Schwächen haben. Aber ich habe nicht genug Mana. Heilkräuter, ja, benutzen wir mal die grünen. Dann habe ich jetzt mehr. Na, das war in Ordnung. Ah, da kommt der letzte Kopf. Moment, habe ich... Heiligenschein braucht weniger Mana als Dreieinigkeit, oder? Dann nehmen wir das mal. Wow, der ist aber ein bisschen größer als die anderen, oder? Aua. Was soll das? Aua. Okay, nee, damit brauche ich jetzt gar nicht versuchen, ihn zu treffen. Wir machen das aber lieber mit dem Schwert. Nee. Ah, schon wieder falsche Taste. Ich denke immer, Tab benutze ich zum Zauberwechseln, aber erst das Entfernen. Okay. Das ist interessant. Ich weiß nicht, ob ich ihn wirklich komplett mit dem Schwert besiegen muss. Aber irgendwie bin ich zu langsam mit den Zaubern oder ich treffe ihn nicht richtig, oder? Wow, der ist tatsächlich immun. Lass mal auf, mir weh zu tun. Wow. Okay, ich muss ständig in Bewegung bleiben, bis er wirklich richtig rauskommt. Ey, das kann doch nicht wahr sein, oder? Komm her. Kann ich dich zweimal treffen? Nein, schade. Okay, come on. Komm her, du Biest. Ich werde dich bezwingen. Denn ich bin Hype.
Bezwinger der Gelddrachen. Beziehungsweise der Plastikdrache. Das ist ja ein Plastikdrache. Oh Mann. So, komm her. Haben ihn fast besiegt. Auch nur mit dem Schwert. Das macht den Kampf wenigstens ein wenig spannender und anspruchsvoller, als wenn ich mal eben mit zwei Zaubern draufballere und er sofort tot ist. Also, hätte ich das gewusst, hätte ich das als Kind wahrscheinlich auch einfacher durchspielen können. Da habe ich nämlich wirklich alles mit dem Schwert gemacht und die Zauber kaum benutzt. Und wie ihr sehen könnt, sind die Zauber sehr, sehr effektiv. Aber nun gut, wir haben es geschafft. Wir sind halb der Held. Und deswegen stopfen wir uns auch nicht die Taschen mit Plastiks voll. Was eigentlich... schöne Decke. Was eigentlich jeder hier machen würde. Nein. Wir überlassen das den Räubern. Und stattdessen schauen wir uns mal an, was wir hier hinten finden. Und da haben wir... zwei Sachen. Erinnert ihr euch noch an die Frau in der Taverne, die uns von dem Mann erzählt hat, von ihrem Mann, der die Rüstung gerne haben wollte? Und schaut euch mal an. Da sind genau dieselben Zeichen drauf wie auf unserer Rüstung. Also es hat genau die gleichen Farben und auch die Lilie. Nehmen wir die Rüstung mal an uns. Oh ja, du bist jetzt Träger der mystischen Rüstung. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Jetzt sind wir wesentlich besser ausgerüstet als noch mit unserer Standardrüstung, beziehungsweise mit gar keiner Rüstung. Wir hatten ja nur den Helm und das Schild. Und ihr seht auch, wir haben jetzt ein neues Schild und unten links, die Rüstungsanzeige ist jetzt auch der neue Schild, was sehr, sehr cool ist. Und als doppelten Bonus haben wir ja auch noch das Juwel der Menschen. Also hat Christus tatsächlich recht, dass es hier im Park der Tapferen versteckt ist. Jetzt besitzt du das Juwel der Menschen. Sehr gut. Und wie kommen wir jetzt wieder raus? Müssen wir den gleichen Weg zurückgehen oder gibt es irgendwo einen Teleporter oder so? Sieht so aus, als müssten wir denselben Weg zurückgehen. Ah, die neue Rüstung, die ist so cool. Ha. Die ist echt cool. Okay. Werde ich damit nach oben teleportiert? Schade. Na gut, dann müssen wir wohl springen. Das ist natürlich für mich nicht so gut, weil ihr wisst, Sprungpassagen, die sind mein größter Erzfeind. Hopp und hopp. Aber gut, das hier ist eigentlich noch relativ human. Gut, dann wollen wir mal raus und den Dieben Bescheid geben, dass wir das jetzt irgendwie da einbrechen können, weil wir haben ja den bösen Drachen besiegt und sind dort eingebrochen. Und ich frag mich, welchen Job wir jetzt eigentlich gemacht haben. Eigentlich haben wir nur den Drachen besiegt, oder? Den Rest hätten die Diebe selbst erledigen können. Und natürlich sind wir am Gladiator vorbei, aber... Rufen ja eigentlich unseren Namen in der Menge? Hype, 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 Hype. Aber nee, ich glaube, die rufen einfach nur Hey, 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 Hey. Ja, bestaunt uns. Wir haben eine neue Rüstung. Wir sind der Awesome-Ritter. Yay. Und jetzt wollen wir nochmal mit Seneca reden, was der jetzt dazu zu sagen hat, dass wir sogar die Schatzkammer geschafft haben. Bis später, Ritter. Vielleicht. Okay, der nimmt gar keine Notiz davon. Na gut. Speicher nochmal. So. Und ich guck mal eben auf die Karte. Wie habe ich die Karte nochmal aufgerufen? So. Ich muss tatsächlich in den Wald. Ich muss das Juwel aufladen. Ich werde wahrscheinlich zwischendurch den Banditen nochmal Bescheid geben. Das liegt hier auf dem Weg. Und ich werde auf jeden Fall einmal nochmal zu der Dame in der Taverne gehen und ihr die Rüstung zeigen. Vielleicht hat sie dazu noch was zu sagen. Vielleicht beruhigt sie das ja oder tröstet sie es irgendwie, dass es jemand geschafft hat, die Rüstung zu holen, wenn ihr Mann schon im Theater der schönen Tode, will ich jetzt schon sagen. Ich habe zu viel Rumo gelesen. Im Park der Tapferen gestorben ist. Ja, die Musik ist cool hier. Wie auch immer. Hallo. Achso, die ist ja in unser Zimmer gegangen. Das Zimmer ist fertig, Ritter. Okay. Sie hat gar nichts dazu zu sagen. Na gut. Dann würde ich mal sagen, die Folge ist hier vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich zeige euch nochmal von vorne. Oh ja, geile Rüstung, oder? Na gut. Dann bis zum nächsten Mal und ja, macht's gut.